Also Leute, ich wollte, ja genau, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich spielen sollte, will oder keine Ahnung. Weil ich weiß oftmals nicht, was ich jetzt zum Beispiel spielen sollte. Ich habe keinen Aufnahmeplan, gar nicht so richtigen. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht. Dann nehme ich das gerne mal auf. Jo Leute und herzlich willkommen auf zu Multicube Fun, auf dem Multiserver. Ich habe heute gedacht, ja, weil ich keinen richtigen Plan habe, was ich jetzt gerade aufnehmen soll, habe ich gedacht, boah, wie wäre es, wenn ich einfach irgendwas auf Multicube zocke, was wir schon kennen. Ich habe ja schon so viele Vorstellungen gemacht, dass ich einfach so ein bisschen random ein paar Sachen zocke. Und ich habe gedacht, ich beginne einfach mal mit Superjump, darauf habe ich gerade Bock und würde mal sagen, direkt los mit Cave, Arena. Ach so, ich bin Leaf. Ich habe auch ein kleines Thema zu sprechen. Ja, okay. Ich habe ein kleines Thema zu sprechen. Ja, wir spielen Cave, okay, nicht schlecht. Gegen C4N12. Yeah, ich würde sagen, los geht's. Oh, nee, nee. Ja, stimmt, das ist die mit. Da ist diese kleinen Sprünge, die bringen mich zum Ausrasten, Leute. Ich sage euch, ich höre mich zum Ausrasten. Wenn ich die manchmal privat spiele, diese Mal. Ey. Jedes Mal verkacke ich, weil ich einfach drüber springe. So, ob. Und dann am Schluss gibt es so einen schweren Sprung, den man meistern muss. Zack. Und es ist der hier. Ah, ja, eben. Oh, Mann. Aber der C4 scheint nicht gleich besser zu sein. Er hat nämlich schon 4 Fails. Läuft bei ihm, bei mir auch. Okay, zack. Heute haben. Ich hatte ja letztens das 50-Abo-Special hochgeladen. Endlich. Wurde langsam Zeit. Aber ich möchte nochmal bedanken an 50 Abos. Und, ja, nochmal ein paar Server-Infos, Leute. Ich habe ja letztens die Server-Vorstellung gemacht. Es waren viele schon total interessiert. Ey, Junge, sag mal Server-IP. Bitte, bitte. Und alles. Geil. Ja, gut, geschafft. Ja, dazu habe ich Folgendes zu sagen. Der Server ist im Bau, Leute, aber es wird alles verschoben werden. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird es doch noch 3-4 Wochen dauern, weil unser Server einfach andauernd von irgendwem irgendwie, keine Ahnung wie, zergrieft wird. Gegrieft und das ist einfach wirklich eine schwere Sache. Kennt vielleicht manche von euch, die selber schon mal einen Server hatten. Das ist nicht einfach. Und ja, kann man halt nichts dagegen machen. Ich würde mal sagen, ja, der Server kommt trotzdem auf jeden Fall on. Und, ja, der Game starts. Jetzt gleich in Syndicate Games. Ich habe den blöden Spawn gespielt auf der Map Ravine. Und weiter geht's los. Geiler Start. Muss ich schon sagen. Ey, sowas gefällt mir. Verrottetes Fleisch und Pfeile in den Truhen. Ja, komm. Okay, immerhin normales Fleisch. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Truhen? Ich weiß nicht genau, wo hier auf der Map Truhen sind. Ah ja, hier geht's runter. So, also ich hoffe, das hat dieses 50-Abo-Special euch gefallen. Schaut auf jeden Fall nochmal nach, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich habe wirklich, wirklich lang dran geschnitten, Leute. Da lüge ich jetzt nicht. Yes. Da fragt schon direkt einer auf Germany. Ach ja, ich wette wegen der Fußball-WM, ne, Leute? Wisst ihr es noch? Deutschland gegen Algerien. Oh, das war so ein Horrorspiel. Stellt euch mal vor, die hätten verloren. Ich habe aber so mega Schiss, dass Deutschland gegen Frankreich einfach so richtig abkackt, weil sie sich ja kaum vorbereiten, wie eh schon kaum, weil sie sich erstmal heilen, nicht heilen, ich spreche schon von Minecraft, weil sie sich erstmal ausruhen müssen. Und das ist wirklich, ja, schwer. Und ich hoffe, dass sie gegen Frankreich wenigstens ein 1-0 schaffen, also natürlich gewinnen. Das wär echt schade, Junge, weil sonst haben sie es echt toll geschafft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden über die deutsche Mannschaft. Wäre echt cool, wenn sie mal wieder WM-Sieger wären. Enderflash muss ich mir merken. So, okay. Rüstung wäre mal gar nicht schlecht, finde ich. So, nee, okay. Habe ich sonst noch irgendwas zu besprechen? Muss ich gerade mal schnell nachdenken? Nein, ich glaube nicht. Wie gesagt, Shop in 50 Abo Special vorbei. Eigentlich hätte ich schon 2 Tage davor geplant, aber Akku, Kamera leer. Deswegen konnte ich wieder nicht die Bilder benutzen zum Schneiden und la. Interessiert euch doch nicht. So, der eine hat immer noch keinen Helm. Der Arme. Okay, jetzt schauen wir mal, ob man hier noch ein paar Ton findet. Hier sind doch üblich welche, oder? Normalerweise. Na, wo seid ihr, ihr Thron? Da haben wir eine. Ja, eine Rose. Ja, fehlt mir nur noch eine Rose. So, hier haben wir noch eine Truhe. Yay, ein Pilz. Nicht gemacht aus Filz. Bin ich eigentlich behindert? Ein Pilz nicht gemacht aus Filz, Alter. Ja. Voller Pro, da mein Player. So, oh ja, das habe ich noch nie bemerkt, diese Truhe. Lecker. 2 Steaks, cool.
Ja, jetzt langsam sieht es echt nicht schlecht aus. Wäre witzig, wenn der andere wieder so ein... Wisst ihr noch, letzte Syndicate Games Runde, Leute? Ich bin mega gut equipped. Nein, der andere toppt mich mit einem Eisenbrustpanzer. Diamantschwert auf Schärfe 1 verzaubert. Mhm. Das war schon ein Ding. Das war schon ein ziemlicher Knaller, Alter. Ich hatte selber mal ein Diamantschwert, aber wirklich nur einmal. Und das auf dieser Map eigentlich. Fand ich cool, weil man... Es gibt ja hier diese Häuser, da gibt es echt verdammt viel Thron. Und wo versteckt sich der... 9 Level, Junge! Ich muss verzaubern gehen. Das geht nicht anders. Das ist ein Drang, Leute. Das ist der natürliche Drang, das Verzaubern, sobald man Level hat. Manchmal aber ich echt dumme Scheiße. Jetzt ernsthaft. Okay. ich glaube, die war hier unten da, oder? Nein, ich war auf der anderen Seite, ne? Mann. Hier ist ja jedenfalls eine Truhe, die sicher leer ist. Ne? Wäre witzig, wenn jetzt noch ein Brustpanzer wäre. Ja, ein Bogen. Ja, geil. Ohne Scheiß. Ich finde das wirklich geil, Leute. Nicht, dass ihr denkt, Ironie oder sowas. Hier, das ist wirklich cool. Geil. Was macht denn der andere die ganze Zeit? Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich glaube wieder nur Scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, der macht gar nichts. So. Ich würde mal schnell sagen, nicht schnell noch zum Haus. Ins Haus. Zum Haus. Ja, genau. Zum Haus. Mhm. Like a Pro. So. 15 Pfeile ist nicht schlecht. Alles glaube ich für das Pfeil. Alter, komm, ich möchte ein Diamantschwert, Junge. Oder ein zweites Eisen. Ich stehe so kurz vor einem Diamant. Aha. Aha. Oh. Und bam! Einmal gehittet. Bogenskills. Ja, ich und Bogenskills. Mhm. Voll die Bogenskills. Fuck. Aber ich habe ja noch meine Enderperle. So. Nein, er hat auch welche, leider. Nein, er hat sich schon geportet, schade. Wo ist er jetzt hin? Nicht wieder so wie bei Dragon Creeper, ne? Das wäre so mies. So einfach so eine ewige Verfolgungsjagd, da hätte ich keinen Bock drauf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hä? Sorry, King. King Yong, wie auch immer heißt. Das ist mies. Warte mal, ich weiß was. Und zwar werde ich jetzt erstmal mit dem Enderfleisch angreifen. Dann wird er nämlich, betäubt sozusagen. Wo ist der? Da vorne. Den schnapp ich mir jetzt. Du wirst genatzt von mir persönlich. Ernsthaft? Jetzt aber. Bam. Okay, endlich, Leute. Das war schon eine ziemliche Verfolgungsjagd. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, wir nehmen fast... Ja, so 5 Minuten nehmen wir auf. GG. Okay. Ja, ich habe wieder ein bisschen so rumgelabert vor mir hin. Filz. Und ich würde mal sagen, nächstes Games Brief. Ach komm, du brauchst doch keine Erklärung. Kennt doch jeder. Ihr seid doch keine dummen Minecraft-Leute, oder? Nein. So, also nichts gegen, wenn das jemand ernst nimmt, dann ist er selber schuld. Sollte man nicht ernst nehmen. Ich bin jetzt Brief gleich mal so, Leute. Ich bin jetzt Brief eigentlich nicht so. Der Babo auch, weil ich gerade mega wenig FPS habe. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht, aber gut. Ich werde mein Bestes geben. Und irgendwie ist der Profikiller nicht zum Brief machen geeignet. Geil. GG. Es fällt einfach selber in sein Loch, ey. Weil einfach der Babo ist. Heißt, ey, sagen wir mal, er ist der Profikiller. Nein, doch kein Spielspieler, der Profikiller. Hajo. So nennt sich doch jeder. Leute, ich hasse solche Namen. Ohne. Geil. Okay, jetzt noch die letzte Runde. Ich glaube, da kann mich jetzt nicht mehr einholen. So. Manchmal spiele ich Spleef mit einem Freund. Mit Freunden. Da verliere ich immer so richtig schön. So richtig sacken. So richtig ins Brief sacken. Okay. Und. Ja, mich kriegst du nicht. Das war knapp. Und bam, jetzt aber. Ja, nein. Ui. Oh, das war knapp, Leute. Aber hier ging es wirklich um den heißen Brei. Da ging es wirklich so. Ja, ja, Achtung, da ein Block vielleicht noch Unterschied. Ja, Ding. Ja. Wie dumm ist dazu kommentiert. Nein. Fuck. Okay. Ich glaube, aber einholen kann er mich jetzt nicht mehr, oder? Das sind, glaube ich, 5 Runden. Ich weiß es nicht. Geil. Wieso? Hä? Gibt es 10 Runden? Check ich nicht. Wie lange dauert das denn? Wie lange dauert dann diese Runde? Spleef, könnte ich mal... Geil, ich habe gewonnen. Der war schön. Ja, 5-1. Oh, das erinnert mich irgendwie an Deutschland. Irgendwie Deutschland Fußballmeisterschaft, ne, Leute? Ja. Okay, was spielen wir jetzt? Einmal Survival Games vielleicht? Oh nein, irgendwie... Ich denke mal nochmal Super Jump, oder? Zombie Escape Cube Kate kenne ich gar nicht mal. Ganz Brief. Also Leute, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich spielen sollte, will oder keine Ahnung.
Weil ich weiß oftmals nicht, was ich jetzt zum Beispiel spielen sollte. Ich habe keinen Aufnahmeplan, gar nicht so richtigen. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht. Dann nehme ich das gerne mal auf. Und ja, wir spielen auf der Map Ozean gegen Winnie B. Sag nicht, die ist AFK. Nee, okay, doch nicht. Okay, Ja, da mein Player. Ja, voller Pro. Ich hasse diese Minisprünge, Leute. Ich hasse sie. Alter, ich bring mich um. Ich bring mich einfach total um. Es gibt ja Leute, die schaffen dieses Jumpman in unter 19 Sekunden. Nein, ich nicht. Besonders, weil die Sprünge einfach zu klein sind. Okay, ich konzentriere mich, dass man sie übertritt. Ja. Okay. Ja. Alter, ich... Bam, okay. So. Ich denke, so richtig dieser Banger. So. Oh, schade, ich bin auf der Map. Oh, ja, gut. Knapp gewesen. Ich mache jetzt noch eine Runde. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist manchmal. Manchmal frage ich mich selber, ob ich nicht irgendwie übertreibe. Spleef hat eigentlich noch ganz schön Spaß gemacht, ne? Ich versuch's nochmal. Wäre witzig, wenn ich jetzt wieder irgendwie so ein schönes Ding bekomme. Pirate, okay. Gegen Weihnachtsmann. Nee, Jack Limestone. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ich würde mal sagen, GL, mal schauen, wie dieser Gegner ist. Los geht's, wir sind frei. Ja, der scheint auf jeden Fall nicht schlecht zu sein. Ich glaube, der könnte vielleicht gefährlich werden. Bin ich mal gespannt. Wir machen natürlich direkt eine Grenze zwischen uns, so privat. Ja. Ist klar. Ist klar, komm. Wer geht jetzt zu einem? Ja, komm, ich mach gleich noch ein Smiley hier. So drauf. Geil. So, ich bin auf seiner Seite. Ha, Opfer. Der erwartet mich. Oh, schade. Ich muss ihn jetzt irgendwie dazu bringen. Nee. Das geht so nicht. Ja. Der denkt doch sicher, ich falle ins Wasser, oder? Ja. Oh, der war schön. Okay. Alter, der ist gut. Der ist gut. Okay. Konkurrenz. Harte Konkurrenz. Bam. Oh mein Gott, Alter, der ist wirklich gut, der ist ohne Scheiß nicht schlecht, Junge, nein, oh verdammt, war das knapp, oh verdammt nochmal, ja komm ruhig hier, komm her, Stress, was macht er denn die ganze Zeit, ich bleib einfach mal stehen und chill hier rum, das ist nicht dein Ernst, Alter. Oh mein Gott, wie gut ist denn... Jetzt reicht's. Nee, jetzt reicht's, Jack. Hast es übertrieben. Zu weit gegangen. Nein. Jetzt deckt er rum, oder was? Jetzt deckt er... Ah, der ist mega gut, Junge. Wie macht er das? Der hat ja mega die Sleep-Skills, ey. Oh mein Gott, ey. Der hat aber wirklich... Der muss wirklich 5 Stunden lang Sleep spielen. Oh mein Gott. Alter. Also gleich so, Leute, ich spiele einfach kein Spleef. Ich spiele das verdammt selten. Muss ich selber zugeben. Außerdem habe ich auch verdammt wenig FPS. Frag mich nicht, warum. Gerade mal 30, weniger. Warum? Okay. Ja, jetzt baut er erstmal wieder die ganze Map ab. Weil er es kann, Leute. Weil er es kann. So. Er kommt wieder. Jetzt. Oh, Junge, der ist verdammt gut. Okay, ich gehe mal lieber hier auf eine... unbenutzte Seite von ihm. Zack. Nein! Oh, verdammt, war das knapp. Verdammt, Alter. Nee, diesen einen Punkt gönne ich mir jetzt. Komm, diesen einen Punkt. Nein! Oh mein Gott! GG! Alter, willst du mich verarschen? Wie gut ist er denn? Alter, ey, so richtig der Banger. Der Banger. Okay, warte mal. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich irgendwo meine Wut rauslassen. Okay, ich spiele noch einmal Syndicate und dann wär's das. So, Zirkus. Ich hasse die Map eigentlich, aber ich habe einfach Bild drauf gekriegt. Ja, ich habe wieder mal den schlechten Spawner. Ach, nicht schlimm, Hauptsache, ich habe hier wieder schöne FPS. Frag mich einfach nicht, was los ist. Auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen. Schön. Ich bitte, der andere futtert sich wieder mit Fleisch und Pfeilen ab wie in der letzten Runde. Immerhin ist Syndicate Games meine Stärke, Leute, und nicht so wie Spleef. Alter, aber der hat mich ja wirklich richtig so... Ja, so richtig like a Pro. Pro. Ja, genau. Like a Pro. So, okay. Na gut, weiter geht's. Wollen wir in den Zirkus rein oder hier noch die Welt außen erkunden? Die Außenwelt. Hier sind überhaupt keine Truhen. Wo gibt's denn Truhen? Die sind irgendwo ganz random auf der Map so versteckt, ne?
Ja, komm, ich finde noch. Ich habe auf jeden Fall schon ein Schwert. Und ein Enderflash, Junge. Ey, läuft. Habe ich auch gar nicht mal realisiert. Ey, ich habe Ender. Ja, geil. So könnte ich. Ich könnte eigentlich direkt schon angreifen gehen, bevor der noch irgendwie starke Rüstung oder sowas bekommt. Oder ein Diamantschwert oder was? Wir wissen es nicht. Okay, ich gehe mal hoch. Hier in den Wagen. Oh, sieht ganz luxuriös aus. Wenn ich das Ding noch kann, nicht. So, ja, ein Level haben wir auch schon mal. Bam. Okay, sonst noch irgendwas hier drin? Nö. Okay, weiter geht's. Chillen wir jetzt. Jetzt laufen wir hier durch diese Wohnwägen durch. Wem gehört das? Pulling mode must still not disturb. Bring the leather trailer. Ja. Ich bin so gut in Englisch. Lederharnisch habe ich schon. Okay. Haben wir sonst noch was Besonderes? Nö. Oder? Da. Oh, geil. Ein Bogen. Ohne Scheiß. Cool. Ich habe auch schon mega viele Pfeile. Okay, läuft. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Es könnte was werden. Ich brauche jetzt nur noch ein bisschen Rüstung. Wenn es auch nur Lederboots sind. Meinetwegen. Ich mag Rüstung. In Cynical Games. Okay, der andere müsste hier gespawnt sein. Das heißt, ich brauche hier gar nicht erstmal nachzuschauen. Ist eh alles leer. So. Meine Truhe. Oh, geil. Ein Eisen. Nicht schlecht. Ohne Scheiß. Okay, jetzt mal was essen. Ja, ganz chillig bis jetzt. Wo ist der? Ich habe den bis jetzt noch kein einziges Mal gesehen. Okay, wartet mal. Wo geht es hier rein? Hallo? Das erinnert mich wieder bei Mindplex an die letzte Survival Games. Also, egal, hier habe ich einen Vater. Nein! Ich war mal so kurz vor. Oh, ist das mies. Schade. Aber wo ist der denn eigentlich? Ich suche den jetzt eigentlich lieber mal. Ja, genau das wollte ich. Geil. Ich habe eigentlich mega Glück diese Runde. So. Pilzsuppe könnte ich mir auch noch machen, aber brauche ich nicht. So, wo ist der Verzauberungstisch? Ja, bam. So, Haltbarkeit und Schärfe, Alter. Checkpoint, yay. Und ist noch ein Bogen. Stärke, ja. Geil, Alter. Also wir sind wirklich nicht schlecht ausgerüstet so für diese Verhältnisse. Aber wo ist denn jetzt dieser Typ? Ich hab so irgendwie Schiss, dass er Eisenrüstung hat und alles. Weil immerhin sind meine Sachen verzaubert. Was ich mal machen könnte, wäre Rage Mode spielen. Kennt sicher wahrscheinlich auch schon die meisten. Aber ich sag euch, Leute, wenn ich Rage. Ich hab. Boah, ich weiß nicht. Ich hab, glaube ich, insgesamt 5-mal Rage Mode gespielt. Voll der Noob hier, voll der Nerd. Weiß einfach nicht, was in das Spiel. Kein Rage Mode, ey. Nee, ich spiele es einfach wenig. Weil wenn ich es mal spiele, dann schaffe ich meistens nicht mehr als 400 Punkte. Außer einmal hatte ich, glaube ich, 800. Aber das war auf dieser Lava-Map. Aber ich spiele grundsätzlich eigentlich kaum Rage Mode. Aber ich denke, ich würde mal eine Vorstellung drüber machen. Dann habe ich mal wieder was zum Aufnehmen. Ich brauche einfach irgendwas, womit ich aufnehmen kann. Vielleicht, ja Leute, vielleicht irgendwo auch Challenges oder irgendwelche kleine Projekte. Wäre ja wirklich nicht schlecht. Oder so ein Ego-Battle. Ja, ich muss nur YouTuber finden, die das machen würden. Ich glaube, da weiß ich ja schon wer. Aber gut. Jetzt ist aber langsam, aber sicher Zeit, diesen einen Jungen zu finden. Ich streue hier rum. Das Video wird langsam lang. Jo, geile Syndicate Umse. Er leftet einfach oder sein Minecraft stürzt ab. Frag mich nicht wie. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Jetzt, wo war der die ganze Zeit, ne? Egal, es war auf jeden Fall chillig und war so ein bisschen Multicube-Fun. Meistens einmal gewonnen, einmal gefickt geworden. Aber sonst richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, Leute, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert mich, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und jo, haut rein. Bis morgen. Und tschüss. Und genau, vergesst nicht reinzuschreiben, wie ihr... Nein, vergesst nicht reinzuschreiben, was ich immer wieder mal spielen könnt. Also ihr könnt mich bestimmen. Oder auch Challenges oder Mini-Projekte oder sowas. Könnt ihr gerne reinschreiben. Ich würde mich natürlich freuen und das wird vielleicht auch machen. Ich würde das natürlich auch erwähnen, wer das geschrieben hat. Aber gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, war eine Klasse. Bis morgen, haut rein und tschüss! Yeah.